Einen wunderschönen guten Morgen, meine YouTuber, und einen richtig kleinen Start erstmal in diesen neuen Vlog, in dieses neue Video. Leute, wir sind jetzt genau days out. Heute geht's auf FIBO, heute ist Donnerstag, heute ist FIBO Donnerstag. Ich freue mich unheimlich drauf. Erstmal hoffe ich, dass ihr mich erkennen könnt, weil ich jetzt heute mit dem kleinen Handy filme, weil über die FIBO ja möchte ich nicht so mit dem großen Handy rumlaufen. Deswegen erstmal dafür Entschuldigung. Mal schauen, Leute, ich freue mich heute unheimlich auf den Tag. Ich nehme euch heute natürlich heute wieder so viel mit, wie es geht, was heute geht. Und ja, ihr habt gesehen normalerweise, wenn ihr den Vlog gestern gesehen habt und dass sie geladen haben, heute Morgen ganz ordentlich auf dem Klo gewesen. Und ich würde sagen, schauen wir uns später mal die Form an. Ich habe jetzt nur die 4-3 Stunden geschlafen, weil ich mega, mega aufgeregt bin, weil ich einfach, das ist das erste Mal, wo ich so richtig auch mit dem ganzen Team und so zusammenkomme, am Stand stehe. Deswegen wundert euch nicht, warum ich so fertig aussehe. Und ich würde sagen, let's go mit der Lauchgestalt, Leute. Viel Lach und Dünn des Bedarfs. Starten wir geil in den Tag. Let's go. So, meine Freunde. Dezent frisch gemacht. Flach und dünn. Erstmal die Morgenroutine, die wurde schon angekündigt. Sprich, Saft drin. Morning, Apfelessig drin, Glutamine drin. Jetzt erstmal Zähne putzen. Und dann gibt's schon Mahlzeit. No fans, ich check das jetzt mal ab, ob sie heute überhaupt was zu Frühstück gibt, weil vielleicht ist ja das eine oder andere für mich dabei. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die Karte habe ich. Gehen wir mal runter. Leute, es ist so früh. Wir haben mittlerweile kurz 6:30 und ja, was jetzt zum Frühstück gibt, checken wir jetzt mal ab. Flach und dünn, Freunde. Meine Freunde, es gibt hier doch was zum Frühstücken und ich würde sagen, snack ich schon mal die 10 Eier und trinken Espresso. So, Freunde, jetzt gibt es hier erstmal ein Espresso und einen starken. Damit wir wach werden und die Flachheit bekämpfen. Dazu gibt es jetzt einfach noch ein bisschen. Ich zeige es euch jetzt gerade. Hier erstmal 5 Eier und noch ein bisschen Rosinen. Meine Freunde, ich hoffe, ihr stürzt nicht ab. Ihr seht den ganzen Turm hier. Easy peasy, kurz 10 Eier vernichtet. Und das ist jetzt eigentlich die erste Mahlzeit gewesen. Ja, ein paar Rosinen dazu. Doppelte Espresso. Läuft gerade. Flach und dünn des Bedarfs. Ihr habt ja gesehen, wir haben eigentlich gestern gar keine viele Kalorien gefressen. Sprich, wir müssen eigentlich heute nochmal ordentlich reinladen. Ne? Was ich würde sagen, Eier rein. Fertig. Jetzt geht's hoch. Jetzt. Oh. Ist das richtig mies? Hier gibt es so eine kleine Minibar. Die zeige ich jetzt mal kurz. Und zwar check ich mal, was hier drin ist. Und so geile Riegel. Oder hier. Das Ganze. Boah. Das wird bald einverleiht, Leute. Können oder nicht? So, Freunde, kurze Planänderung. Wir gehen jetzt kurz shoppen, mobben. Weil wir müssen noch ein bisschen. So, meine Freunde, kurze Planänderung. Mal schauen, ob das alles aufgeht. Jacke angezogen, jetzt geht's einkaufen. Flach. Und dünn. Let's go. So, meine Freunde, wir gehen jetzt kurz einkaufen. Wie gesagt, ich bin am Taxi am Start. Und ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder zum Rewe. Und dann mal schauen, was da jetzt noch so geht. Yes, Leute. Ich würde sagen, melde ich mich alles später, sehe ich ja im Rewe kurz. Warum fickt der Kopf, Kopf? Mein Kopf lasst Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz, Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kann's nicht glauben, lieber Gott, Gott sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt, wenn sie rollt. So, Friends, wir waren erfolgreich und zwar kann sich jetzt gerade zeigen. So, das ist die Ausbeute, Leute, of the day. Verreis auf ein Eier und der Rest zeige ich euch zu Hause im Hotel. So, meine Freunde, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir sind einverleibt
Und jetzt geht's gleich los. Ich muss erstmal noch ein bisschen was essen. Let's go. What's up, YouTube? Freunde, wir sind back aus Rupolde. War gut. Ich glaube, ich mache das jetzt jeden Morgen. Und flach und dünn, des Bedarfs, ich muss mich jetzt eigentlich beeilen, weil ich muss um 9 Uhr am Stand stehen. Und ja, Leute, ich würde sagen, ob wir ready sind, das wissen wir selber noch nicht. Also, jetzt heißt noch ein bisschen was snacken. Ihr habt gesehen, was bis jetzt intus ist und ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag nicht so viel essen und messen können. Deswegen würde ich so ein bisschen was einverleihen. Friends, ich habe euch jetzt mal hier einfach so richtig illegal platziert. Und ich snack jetzt hier, habe ich mir geholt, ein paar richtig geile Datteln. Bin ich froh, ich komme von der Fibo und mit dieser flachen drin. Scheiße. Auf jeden Fall schmecke ich hier noch ein bisschen. Ganz gediegen, denke ich mal. Reiswaffeln, wie gesagt, mit ein paar Dattels. Und dann geht's auch schon los. So sieht die Ausbeute aus, Freunde. Ich liebe Datteln. Jetzt wurde das einverleiht. Ich snacke noch, ich habe ganz gar nicht drauf geachtet, Leute. Ich habe auch schnell gemacht. Hier die zweite Packung Datteln. Aber irgendwie sind die fast schon geiler als die anderen. Eine Dattelpackung ist gesnackt. Heute Morgen gab es Eier. Kaliumtablette gab es. Enzyme gab es. Und eine Reiswaffelpackung gab es. Und heute Morgen die Eier. Also nicht so viel Infos, Leute. What's up, YouTube? Für mich geht es jetzt los. Ich habe jetzt hier gerade noch ein bisschen von diesen Reiswaffeln gesnackt. Und wie gesagt, noch die Hälfte für ungefähr von der Packung. Jetzt müssen wir ein bisschen was drin haben. Oh, jetzt bin ich einigermaßen voll. Jetzt kann es auf die Fibo gehen. Und ich würde sagen, let's go. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Aber jetzt geht's auf die Fibo. Die haben gesagt, irgendwie große Straße. Da laufe ich jetzt mal entlang. Und ja, ich würde sagen, schalt gleich wieder ein, weil ich muss mich hier noch ein bisschen abchecken. Morgen kriegt ihr dann den Vlog hier ein bisschen professioneller. Und ja, jetzt geht's los. Ich freue mich, Leute. So, meine Freunde. Darum, gell? Alles klar. Leute, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben so ein Athletenticket. So VIP, ey. Also richtig geil. Ich musste einfach hier hochjumpen. Und jetzt bin ich drin. Und der ist erstmal so, halt, nicht so. Hab dieses Ding da gezeigt. Ah, guck mal, Best Friend. Da liegt man so. Okay. Schon Killer Miller. Ja, Leute, ich würde sagen, auf geht's. Ab geht's. It's Fibo time. Friends, we have it. Gleich mal hier oben am Start, wo wir mehr haben. Kennt ihr den? Was ich glaube, wir Schwaben müssen zusammenhalten, oder? So sieht's aus, Mensch, ja. Kerle. Wir müssen das Land hier vertreten. Wir sind überhaupt NRW, gell? Ja. Ich glaube, wir sind NRW. NRW, ja. Wer ist am pünktlichsten von allen, die Schwaben? 9 Uhr. Hauptsache Rolex am Start, oder? Ägyptisch. Okay. Zeig mal die Views. Ich glaube, wir haben den klassischen Stand am Start. Direkt die Bühne. Also wie geil, guck mal. Das ist richtig nice. Ist geil. Das heißt, siehst du schön aus, Alex? Ich zieh mich. Siehst du dich aus? Ich weiß, soll ich nicht aussehen? Nee, neben dir zieh ich mich nicht aus. Ziemlich hübsch. Ich weiß nicht. Ich seh dir dann, Leute. Formcheck. Flach und dünn, Leute. So, Leute, der Alex. Alex, wo sind wir hier? Wir sind hier in der Smilodox Member Lounge. Film mal darüber. Hier kommt ihr rein, wenn ihr einen Smilodox Athleten-Hoodie euch vorab geholt habt. Oder dieses Leggings. Wie ist dein Code? Den blenden wir hier ein auf Ehrenbasis. Dein Code, Geschenk, Neosubs und Smilodox. Neosubs lassen wir mal raus. Neosubs oder Peak? Was soll ich nehmen? Was sagst du? Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort. Welche? Das zweite. Lass ich für dich. Also auf jeden Fall kann man hier chillen, richtig geil. Video wird ja wahrscheinlich nach der FIBO kommen, aber dass ihr mal seht, was hier alles möglich ist.
Digga, und ich sag's euch, wir haben ihn noch gar nicht so vorgestellt. Alex, woher kennen wir uns eigentlich? Aus dem Schwabenland. Weil ich sag euch, grüßt dich, ich weiß nur ganz genau, wie ich saß am Butterfly. Und du saß am Butterfly. Ja, und wir haben uns dann erstmal unterhalten, Digga. Richtig. Leute, ich feier den Typ, Mann, ohne Witz. So, meine Freunde, jetzt sind immer mehr dazu gekommen. Und guck mal, wen haben wir denn hier? Stell dir mal vor. Deswegen, Patrick, ne? Wir kennen uns schon lange. Ich bin dabei. Ich hab dich noch nie live gesehen, allerdings bist du mir ein bisschen zu trocken. Also, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufs Laden gehen. Müssen wir aufs Laden. Gehen wir Burger essen? Burger würde ich vertragen. Wir waren gestern zum Burger essen, zum Glück. Sehen musst du das nicht hier so. So, Freunde, wen haben wir hier? Jawohl. Mit der Tiere unterm T-Shirt. Tiere unterm T-Shirt. Hier gibt immer was zu essen. Hier, guck mal, da. Da, hier Trizeps. Guckt raus. Ganz schlimm bei dir. Und du bist wieder fit, bist wieder gesund? Ich bin wieder fit, Gott sei Dank. Fibo rechtzeitig fit geworden hier. Tun wir heute laden, oder? Boah, ich lade schon seit gestern Abend. Beladen. So, Freunde, ich habe euch gesagt, ich stelle euch jetzt mal heute so alles so ein bisschen die Athleten vor und schau, wen haben wir hier? Alex, moin, was geht's? Bro, erzähl mal ganz kurz die Geschichte, was machst du so? Ich bin Personal Trainer eigentlich und habe irgendwo mit Social Media angefangen. Was willst du wissen? Ja, machst du Instagram, wo findet man dich? Achso, TikTok, Instagram, YouTube und Podcast. Alles am Start, Fitness einfach erklärt. Da hast du die Kamera, da musst du hingucken, ne? Ich gucke die ganze Zeit nicht. Ja, hier, Digga, hier. Achso, da, okay, nice. Weil ich hab das Gefühl, wenn ich angucke, dann schiele ich. Einfach drauf gucken, Digga. Ja, gut, okay, nice. Ja, hast du Bock? Ich hab Bock. Ich auch. Schau an, vielen Dank, ne? Ja, du auch. Ja. Okay, wir nice. Geile Zeit haben, ne? Yes, buddy, let's go. So, meine Freunde, kurzer Klamottenwechsel. Alex, zeig mal deine Kollektion. Herrera-Kollektion. Ist gut? Ja, wär's. Fühlst du schmal? Fühl mich sehr schmal. Ich mich auch. So, Freunde, machen jetzt erstmal hier ein Teamfoto. So, Freunde, wen haben wir denn hier? Den Kalle natürlich, Mann. Wie mischst du meine Videos? Sag mal, meine Mimik. Deine Mimik ist der Hammer, Alter. Schmeißen die jedes Mal nach hinten. Da denke ich mir jetzt schon, was wäre. Aber Form natürlich brutal, muss man ganz ehrlich sagen. Hat er aber auch dauernd, ey. Irgendwie das ganze Jahr so aus, habe ich das Gefühl. Aber die Fresse geht gar nicht. Jetzt ist okay. Bleib so jedes Mal. So, Friends, wir gehen jetzt mal ein bisschen rum und ich hoffe, ihr versteht mich. Ich drehe ein paar Umfragen. Seid gespannt auf alles dein Video. Let's go. So, meine Freunde, wir machen jetzt gleich einen Rundgang. Ich hoffe, ihr versteht mich als Snacky Hacky. So, Friends, wir drehen jetzt in der Runde. Oder Masse? Was Runde? Wir drehen jetzt komplett eine Runde hier mit den Team, Leute. Und ja. Sag, jetzt holen wir uns die Fibo. So, einmal alles ablegen. Das war jetzt eine Challenge. Und es braucht jemand, der groß ist, kann einfach spannend. Zwei Schnacken in der Sache machen. Freunde, ich glaube, ihr versteht mich. Nächste Mahlzeit: Rice. Okay. Tino, du darfst beginnen. Danke, Benzweil. Jawohl. Mann, okay. Jetzt haben wir hier zwei Stück vom Team gefunden, ey. Ey. Stell dich mal vor. Ich bin die Sandra. Ich bin die Ina. Seid auch dabei, oder? Natürlich. Was machen wir jetzt? Über die Fibo laufen, ne? Babelstand. Leute, jetzt wird gesnackt. So, meine Freunde, ich habe jetzt die Girls mal abgeschmissen. Die machen jetzt hier noch ihre Runde. Ich gehe zurück an den Stand, dann hol die mich später ab und dann gehe ich pumpen. Leute, ich freue mich mal hier drauf. So, Freunde, wir haben jetzt hier den nächsten IFBB, Bro. Leute, sind die eigentlich schon, oder? Die einzigen, ja. Die einzigen. Fans Physik Bros, was geht ab, Leute? Alter, der Bruder hat eine Tip-Top-Form, ja. Flach und dünn, Leute, flach und dünn. Verstehst du? Leute, ich feiere den Tipp, Alter, ich feiere den. Let's go! Bauch! So, jetzt habe ich hier für meinen Schwaben, Bro, was habe ich uns gerade geklärt? Eine Fibo-Lounge mit Essen für die komplette Fibo. Richtig geil. Und ein Becken. Rucksack, ein paar Supplemente, Proteinriegel und was zum Trinken. Richtig. Ehrenmann. Guck, meine Leute. Das muss immer ein bisschen passen, wisst ihr?
Ja, Freunde, ich sag's euch, erster FIBO-Tag. Ich danke euch erstmal hier von Herzen für die ganzen Verlinkungen, für die ganzen Markierungen. Ich komme gar nicht hinterher für die ganzen Bilder. Ist einfach krank, was abgeht, Leute. Ich bin einfach nur so ein scheiß fucking Schwabe-Deutscher, wo diesen Bodybuilding-Life erlebt. Und ja, ich snacke hier gerade noch meine restlichen Reiswaffeln. Die habe ich, glaube ich, schon getrackt. Muss ich mal später schauen. Oder heute Abend. Und hier ein bisschen was abgestaubt. Und ja, Leute, ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen lacklost. Mal schauen, wie die Form, also Endform sollte fürs Peaken am Ding sein. Am Samstag. Aber mal gucken, ob ich die Form konsolidieren kann. Über die 4 Tage. Das ist jetzt mal die Challenge. Und das werde ich gleich überfahren. Das ist halt meine Herausforderung. Danach geht es los mit Wettkämpfen. Erstmal auf fettes Dankeschön hier an die ganzen Leute, die mir Bilder machen wollten, Videos machen wollten. Heute 3 ganze Interviews gegeben. Ich sag's euch, ich will heute nichts mehr. Ich muss einfach nur noch mein Training machen. Und dann nur noch in die Haie fallen, Leute. Ich sag's euch, ich bin müde, ich bin gespannt auf morgen. Und ich würde sagen, let's motherfucking go. Wir sind im Hotel angekommen. Umziehen, bisschen Carbs ballern noch. Rund ums Training. Nach dem Training gibt's dann keine Carbs mehr. Und ja, let's go. Flach und dünn. We are back, meine Freunde. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen ein paar Datteln einverleiht. Jetzt heißt Tasche packen. Und dann geht's los. Ein bisschen pumpen, humpen. Einfach ein bisschen die Carbs, wo wir gestern geladen haben, und die heute ein bisschen während dem, ja, was habe ich heute alles gegessen eigentlich? Noch. Eigentlich nicht so viel. Also, jetzt geht's los ins Gym. Und ja, mal schauen, wo wir hingehen. Welches Gym. So, Leute, heute geht's in die Kraftstation. Wir machen sie stark. Ob ich stark bin, das weiß ich nicht. Deswegen checke ich das mal ab. Dankeschön. Freunde, wie gesagt, wir sind in der Kraftstation in Köln. Und, Digga, noch was vor? Wenn Jerome Dese sehen, guck mal, ich habe meinen normalen Namen ausgesprochen. Wenn Jerome Dese sehen, richtig. Leute, check die Nummer mal ab. Das machst du mein Physik? Hast du gemacht, gell? Ja, grundsätzlich machen wir jetzt Physik. Und jetzt? Auch noch. Also, einer von uns, Leute. Leute, auf ganz professionell geht es hier erstmal. Straight, Leute. Kreatin, Beta-Alanin. Mal schauen, ob der ankommt. Da ist noch ein bisschen Epic Pump drin. Also, Preis gut ging, klar. So, Friends, das Gesicht verabschiedet sich immer mehr. Flach und dünn, das bedarf's. Ich zeige euch jetzt noch einen Satz hier und dann gehen wir mal runter in den Keller. Und dann gibt's noch ein Posing-Mosing für euch. Ein Posing-Raum hier, richtig kleinen Posing-Raum hier. Und ja, dann. Freunde, wir sind oben fertig. Und jetzt schauen wir noch, was unten so geht. Und da würde ich sagen, gehen wir in den Keller. So, Freunde, wir müssen erst hier auf den draufhauen und dann geht's jetzt los hier.
Denn dazu muss man einmal ganz außen rum. Das heißt ganz außen rum. Also richtig crazy. Ich denke mal, ich werde hier morgen Titten ballern. Hier runter. Ich nehme mich jetzt gerade einfach mal mit hier. Und dann sind wir im Keller. Also alle, ich schwör's euch, dieses Studio hier. Puh. Okay. Jetzt ist die Tür offen. Und jetzt zeige ich mal, wie es hier außen aussieht. Hallo. Was ist? Crazy. So, Friends, schnelle Runde, nochmal Rücken, Bizeps, Hammerkopf geballert. Und jetzt geht's. Mal gucken, ob der Posingraum frei ist, weil wir haben hier einen richtig schönen Posingraum. Da haue ich noch ein bisschen, schwindelig, noch ein bisschen was raus. Und dann geht's auch schon wieder auf die Heimtour, was Footen, weil ich werde flach und dünn. Fry, Freunde. Hands. Flach und dünn. Des Bedarfs. Ich würde sagen, rufen wir ein Taxi und dann sind wir over and out für heute, Leute. Ich bin am Arsch. Dehydriert das Fuck. Mal schauen, wie das Ganze morgen aussieht. Aber ich habe ja noch was Steak, Freunde. Bin ich mal das an. Flag. Ich sehe zwar aus wie tot, aber wir checken das mal ab hier. Ich gehe jetzt mal kurz was einkaufen, ein bisschen Foodie Hoodie kaufen und dann rufe ich ein Taxi und dann geht's nach Hause. Das ist der Plan for today. Und ja, ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich wollte gesagt, hier gibt es ein Rewe. Friends, ich bin komplett lost, ich habe Hunger, ich bin dehydriert as fuck und ich habe mir einen Rattel gekauft. Ich war jetzt hier nicht im Rewe, sondern im Norma. Reiswaffel habe ich noch von morgen, Eier habe ich noch, die sollte abwässern und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Hotel. Friends, ich bin fix und alle, wir sind back at the hotel. Ich will nichts mehr, wir noch ein bisschen footen, dann geht's auch schon hoch ins Bett. Und ja, ich würde sagen, auf geht's, ab geht's, ins Zimmer. What's up, Friends? Ich bin jetzt hier gerade am Eiersnacken. Ich war gerade duschen, ich bin fix um alle im Eiersnacken. Ab jetzt ist wieder Drinkstopp. Heißt, Kalium rein, trinken stoppen. Und ja, Leute, ich snack das jetzt hier. Und dann muss ich erstmal hier zusammenzählen, was ich hier überhaupt den ganzen Tag über gegessen habe. Ich glaube, ich bin schon wieder Minuskalorien. Scheiße! Ich hoffe, euch hat die Einblicke heute gefallen. So ein bisschen Fibo Day One. Und ja, Leute. Ich snack jetzt hier, weil ich habe noch einige Kalorien offen. So, meine Lieben, ich bin hier fleißig am Snacken hätte. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich muss hier kurz das Video pausieren. Ist ja euch tot. Das Video pausieren, genau, 20.55 Uhr. Und ihr habt gerade gesehen, was ich gesnackt habe. Also ich habe jetzt mittlerweile zwei solche Basmati-Reis. Packung Intus. 6, 12, 18 Eiklar. 18 Eiklar. Aber Leute, das ist gut wie nichts. Also ich bin immer noch, heute war ich auf der FIBO relativ flach. Gar keinen Druck hinter die Muskeln gebracht. Und das wollen wir jetzt ändern hier, ne? Sprich, ihr habt ja gesehen, den Vlog von gestern, was ich da so geladen habe. Das hat nicht gelangt. Deswegen arbeiten wir jetzt hier schon mal drauf hin. Bevor wir pennen gehen und es kann so viel aus. Es gibt Datteln, es gibt eine gute Fettquelle. Kann ich echt nur empfehlen. Cashewkerne und hier oben haben wir noch Onkel Bens Reis, dann habe ich noch Babybrei geschnackt. Oh, Leute. Ja, schauen wir uns die Form morgen mal an auf der FIBO, aber dafür tun wir jetzt richtig dafür, bis wir das dagegen arbeiten. Daneben
Schau ich das Video. Burger essen gegen die Flachheit von Emi Oriagic. Yes, Freunde, der Tag ist over. Sprich, ich geh jetzt pennen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube, noch ein bisschen Datteln gegessen. Was habe ich noch gegessen? Reis habe ich gegessen. Cashewkerne habe ich gegessen. Also, ich bin fix an alle Leute. Flach und dünn. Mal schauen, wie viel Wasser ich ziehe. Bis morgen über die Nacht. Mal gucken. Oder ob das auch wieder rausgeht. Danke, Leute, fürs Einschalten. Das war FIBO Day 1. Morgen beginnt FIBO Day 2. Dann beginnt Day 3. Und ja, mal gucken, wie die Form morgen ist. Und dann entscheiden wir, wie, was wir wo machen. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten, Leute. Ich bin raus für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog oder morgen. We doubt it. Danke fürs Einschalten, Leute. Und fetten Dank für den ersten FIBO-Tag, für den ganzen Support. Einfach krank, was da abging. Deswegen, ich küsse euer Auge. Morgen geht's weiter. Let's go. Tschüss. Und niemals ohne mein Ziel. Ich schließe die Tür des Apartments.